Wir sind hier, vor uns sieht es so aus, hinter uns sieht es so aus. Und um uns herum ist quasi nichts. Quasi nichts. As we recall, an Iceland Ranger sent the Delta Force boys on an abandoned track, which gradually gets lost in the middle of nowhere. The trail becomes barely visible, river crossings grow increasingly ominous, until the path finally dead ends in the glacier's direct drainage area. Additionally, the comrades lose the GPS signal and mobile network reception, and the map proves to be inaccurate. Fahren wir doch oder stecken wir schon? Wir fahren noch. Es geht gut so klar. Oh, da ist ein Straßenschild. Wir müssen gucken, wie wir wieder rauskommen. Ja. Also wir machen uns am Straßenschild fest. Sieht so ein bisschen fies aus, wirklich. Ja. Ist der Weg aus dem Bock? Nee. Ja doch, guck, einige sind hier aus dem Bock gefahren. Einfach da hinten beim Stopp. Und dann da vorne wieder hoch, das geht. Ist zwar Disrespect Nature, aber geht. Man sieht halt kein Geröll da drin, ne? Wir haben auch keinen Ankerpunkt für die Winde. Wir kommen wieder, wenn wir jetzt hier komisch rum sind, kommen wir wieder zurück. Also das sieht so fies aus, unwirkliches Zeug. Wir fahren nicht da durch. Bitte? Wir fahren nicht da durch. Okay. Er hat sich eben ein bisschen schwer getan. Und guck mal, was der aufgewühlt hat an Schlamm. Ja. Er fuhr ja ganz gut. Ja. Aber dann ist dieses Stehenbleiben war nicht so. Doch das Problem ist, ich kenne doch nicht. Du fährst und fährst und fährst und fährst, ja? Und fährst und fährst und fährst und fährst. Und fährst dich fest. Und dann wird er immer langsamer und immer tiefer und immer tiefer und dann ist auch mit rückwärts zwar nichts mehr. Ja. Ich habe jetzt schon 2 von 3 möglichen Sperren drin gehabt. Ach so, okay. Das ist halt übelster Wind gerade. Sieht mir an der Wellenbild. Sag mal, ruhig. Ich will sofort einsehen, so weit ist das hier. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Jetzt merke ich auch, was du meinst mit einsinken. Das ist heikel gewesen, das Ding, ja. Ich glaube, das war... Da stehen wir da mittendrin hier. Aus dem so 0 Grad Matsch, Dutcher See, Scheiß. Geil. Komm, komm, komm. Und dann kein Netz. Wir bleiben erst mal 3 Tage hier stehen. Zünden so ein Signalfeuer an. Mit was? Ach, wir haben ja nichts. Also, da ist ja der Grün im Grün, der Ding. Ja. Oder soll ich unten in Tallinn dann fahren? Fast alle dran. Ja, fast alle dran. Das ist, glaube ich, besser. Ja, da war auch das Gemulde. Da ist die Spur. Ja. Die nächsten, die nach uns hier langkommen, die denken sich auch, was war mit denen los? Ja, die sind froh, dass sie überhaupt eine Straße sind. Sind das Spuren überhaupt? Das sah zumindest von weitem so aus. Ja. Da vorne ist die Straße aber. Aber jetzt sind da Spuren. Jetzt sind da Spuren, ja. Da vorne ist die Straße, ich sehe den Dings. Willst du die Sperren reinmachen? Ja. Ich muss halt wieder raus aus dem Kessel. Wir probieren den wieder. Das ist so weich, da würde es ja packen, oder? Ja. So, der Weg riss ab, führt ins Nichts und wir sind jetzt gerade gefangen in dieser Mulde hier.
dass der will nicht mehr raus. Jetzt wird es schwer, dass er packt. Ja, er packt es nicht, aber das ganz lockeres Gebrösel ist so. Da oben läuft Robin und schaut sich das an, nicht in die Richtung. Schau mir das an, ob wir da einen Weg, eine Möglichkeit finden, weiter zu gucken. Robin, also wir fahren erstmal zurück ein Stück. Jetzt wird es interessant. Macht er tatsächlich. Da drüben, wo die Stöcke sind. Da kommen wir runter. Gut. War gut, ne? Bravour geschafft. Ja, aber... Ich weiß nicht, woher. Also vorne da, ne? An dem See, der Oberrand, also da, dann konnte ich laufen. Ja, hier hört nämlich auch auf der Karte irgendwie alles auf. Ja, toll, das ist ja super. Das sind wir hier in der Schweiz Falle. Und oben ist ja auch schon der Gletscher. Das wird immer morastiger da. Wir sollten auch eigentlich schon längst wieder auf einer guten Straße sein. Also spätestens nach dieser Überfahrt jetzt hier. Komm mal nicht durch, du bist es. So weich. Ja, wenn du jetzt hier da lang. Ja gut, ich meine, hier sind ja Spuren. Ja, wo fahren die hin? Der fährt da vor. Der fährt da vorne lang. Ja, aber jetzt, wir können das halt probieren, ja. Also mal zu gucken, ja. Wir sind ja auch irgendwo, schließt du irgendwo stecken noch. Oder zeigt der noch irgendwo eine Dings an? Warte mal, das ist doch schon hier der Gletscher. Ja, wir sind jetzt, ja, das ist diese. Wolfsjahr-School. Ja. So. Aber theoretisch müssten wir doch an ihm vorbeifahren. Ja, aber wir sind überhaupt nicht hier. Hier sind wir. Wir sind genau da unten. Genau da unten. Zwischen den beiden Dingern da. So. Theoretisch müssten wir so da, da lang. Denn hier sitzen wir irgendwo da. Da ist auch nochmal eine Hütte übrigens. Aber wir sind ja nicht da, wir sind ja hier in diesem, da in diesem Gematsch. Da eigentlich sind wir hier. Nee, ganz falsch. Lang gekommen. Wir sind hier. Hier waren wir, hier sind wir runter. So, und hier bei dem V haben wir gesagt, müssen wir hier hoch. So, und hier wäre die Flussüberfahrt. Hier, wo ist da auch noch eine Straße? Ich glaube nicht. Wir haben die Flussüberfahrt gemacht? Eine von. Wo sind wir hier? Ja, vielleicht sind wir hier in diesem Zirkel da. Das war auch nicht. So weit sind wir nicht. Wir sind gar nicht so weit. Wir sind erst. Weißt du, wo wir sind? Hier. Hier sind wir. Da. Da, an diesem Ding sind wir. Weil das Haut, guck hier, siehst du das? Das sind diese beiden Ausbuchtungen, ja? Ja. Wir sind etwas weiter, guck, wir sind etwas, nee, Quatsch, wir sind sogar etwas mehr noch an dem linken. Wir sind noch etwas mehr an dem linken dran, genau. Wir könnten hier sein, auf so einem Ding da, da oder da könnten wir sein. Schau mal, wenn du jetzt hier den direkten Abgleich nimmst. Ja. So, ja, hier ist das ganze Wassergedöns. Dann sind wir wahrscheinlich hier, unter dem A. Wir sind am Anfang von dem, wo es sich hier so auseinandergabelt von den Flüssen her. Wir müssen zurück. Die Straße geht hier unten lang. Wir sind irgendwann sind wir falsch gefahren. Da wo ich dann links gefahren bin, weißt du noch? Ja. Weißt du das noch? Ja. Wir fahren zurück. Wir müssen zurück. Das hat keinen Sinn hier. Also hier kommen wir nicht durch. Und wenn, was sind, dann stehen wir da drüben. Ja, was uns auch nichts bringt, weil. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Aber es kann doch hier nicht enden. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Das sieht ziemlich nach Ende aus hier. Sehr nach Ende aus. Das ist schon hier, ne? 3 Stunden durchs Nirgendwo gefahren. Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Die Karte hat versagt, die Navigation am Handy hat versagt.
Aber der Piet hat Haschkekse gebacken. Also essen wir einfach Haschkekse. Wir sind aus Mallorca. Hallo. 1,5 Jahre alt. Aber lecker. Marihuana ist nicht gutter. Lass uns mal alles gleich aus. Die Karte richtig lesen. Ja, auf dem Kopf ist nichts. Doch, das geht nicht. Nee, nach Nord. Immer North ab. Sonst weißt du nicht mehr, wo du bist. Also, wir kamen von hier. Sind jetzt hier runtergefahren und befinden uns jetzt an dem V, dieser Kreuzung, bei dem V. Was heißt denn eigentlich V? Das habe ich nicht geguckt. Das Vogel-V. Weiß ich nicht. Das heißt, da steht ein Steinturm, den du ja, und da soll. Jetzt rüber. Das heißt, dann hätten wir, dann hätten wir hier eine Flussdurchfahrt. Genau. Und hier haben wir die Flussdurchfahrt und dann kommen wir hier wieder auf die Straße, auf die wir wollen. Genau. Hoffen wir, dass wir die... Okay. Na gut. Also da. Also okay. Das ganze Navigationssystem versagt. So genau, jetzt machen wir jetzt. Wir kommen natürlich da nicht mehr hoch, wo wir runtergefahren sind. Ne? Weißt du noch? Das meine. Ja. Wir müssen da trotzdem hin, weil da vorne kommen wir nicht rum. Ich habe geguckt, es geht nicht. Das heißt, die Strecke scheidet aus? Ja. Okay. Scheidet aus, definitiv. Kommt, es gibt keine Möglichkeit mehr rüberzukommen. Wir könnten es probieren. Also wir fahren mal da hoch. Also in, exakt in der Richtung, in der wir jetzt unterwegs sind, tauchen aber wieder Spuren auf, ne? Unsere. So, also. Also da kommen, wir kommen, da kommen, da ist ja schon der See, ja? Ja. Und das Wetter unten ist total weich. So links, so kommen wir nicht rum. Ja. So, da kommen wir nicht mehr hoch. Da kommen wir nicht mehr hoch. Das müssen wir dann probieren, dieses Ding voll zu machen, ne? Mhm.